In Kaliningrad arbeitete Alexandra Koroleva bei der Umweltschutzorganisation Ecozaschita. Doch wegen ihrer Tätigkeit als Umweltschützerin musste Alexandra Koroleva aus Russland fliehen und bekam in Deutschland Asyl. Bild erzählt sie ihre Geschichte. 2008 hat die russische Regierung angefangen, ein Atomkraftwerk in Kaliningrad zu bauen. Wir hatten Glück, dass die Atombehörde nicht den vollen Betrag zum Bau des Atomkraftwerks hatte und nach Investoren außerhalb Russlands suchte. Als sie ein ausländisches Bankinstitut im Ausland gefunden hatten, benachrichtigten wir unsere Partner in diesem Land, zum Beispiel Frankreich, Italien und Deutschland. Unsere Partner starteten dann eine Aktion und Rosatom bekam eine Absage. So wurde das Projekt gestoppt und wir haben kein Atomkraftwerk. Wir mussten für diesen Erfolg teuer bezahlen. Man hat versucht, uns die Bezeichnung ausländischer Agent aufzuzwingen. Die Bezeichnung dient dazu, eine der Regierung unliebsame Organisation zu zerstören. Wir sind eine russische Organisation, arbeiten auf russischem Staatsgebiet im Rahmen der russischen Gesetzgebung und beschützen die Natur und Rechte der russischen Staatsbürger. Wie sollen wir ausländische Agenten sein? Das ist völlig absurd. Wir haben überall erklärt, dass wir keine ausländischen Agenten sind und dass wir das Gesetz nicht für legitim halten. Überraschenderweise schafften wir es, uns 5 Jahre lang zu widersetzen und waren erfolgreich mit unserer Tätigkeit, bis wir den Staat durch unsere Erfolge nicht vollkommen verärgerten. Sie sammelten Dokumente, um mehrere Strafverfahren gegen uns zu eröffnen. Während die Geldstrafen, die wir früher bekamen, gegen die Organisation gerichtet waren, waren die Strafverfahren direkt gegen mich gerichtet. Mir drohten bis zu 2 Jahre Haft und ich war ehrlich gesagt nicht bereit, in meinem Alter das russische Strafvollzugssystem kennenzulernen. Ich habe mich dazu entschlossen, aus Russland zu fliehen und bei meinen Freunden in Deutschland eine Zeit lang unterzutauchen. Einen Monat lang überlegten wir, während sich meine Anwälte mit den Ermittlern trafen, und stellten erst dann einen Asylantrag. Ich habe die ersten Monate in einem Flüchtlingslager verbracht, bekam im September 2019 eine Wohnung in Dresden und im Dezember 2019 wurde mein Asylantrag genehmigt. Natürlich vermisse ich Kaliningrad, das Meer, meinen Hund und meine Verwandten. Natürlich will ich nach Kaliningrad zurückkehren und darauf arbeiten unsere Anwälte hin. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.